Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Lost Hack, Smashs immer noch zweitem Hack, den wir heute spielen dürfen. Die Overworld, ja, ich habe versprochen, ich werde beim nächsten Mal die gefixte Overworld zeigen. Das hat nicht so ganz geklappt, weil das Problem war, er hat mir Saves geschickt, aber ich habe das, also vermutlich liegt es an mir, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, diese Saves irgendwie zu integrieren. Allerdings habe ich von ihm einen Spielstand geschickt bekommen, der sich so weit laden lässt und auch eine intakte Overworld besitzt, wie man sieht. Also so sieht es dann auch quasi am Ende aus, wenn man alles richtig gemacht hat. Das einzige Problem, was ich an dieser Stelle habe, ist, dass ich hier nicht nach oben kann und auch nicht in die Röhre reinkomme, die uns zum Secret-Weg führt und dementsprechend leider auch nicht dahin, wo wir gerne hin würden. Weshalb ich dann beim anderen Safe weitermachen will, aber ja, ich wollte an der Stelle nur mal zeigen, dass die Overworld auch richtig funktioniert, wenn man keine verglitschte Version hat aus irgendeinem Grund, und dann passt das auch. So, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben beim Dolphin Dash und ich würde sagen, dem können wir uns doch jetzt mal widmen. Das wird das zweite Kaizo-Level, das wird das härtere Kaizo-Level, vermutlich. Ja, es wird das härtere Kaizo-Level. Aber es hat immer noch die coolste Musik. Na, wieso werde ich denn da getroffen? Ja, das ist schon mal... Fängt gut an. Beim letzten Mal habe ich es doch so wunderbar geschafft, da nicht drauf zu gehen. Ach, komm schon, Delfine. Ihr schafft das. Es will nicht. Komm schon. Schaffe ich das noch? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann probieren wir das Ganze nochmal von Neuem. Ich bin gespannt, wie wir durch dieses Delfin-Level durchkommen werden. Ich nehme mal an, thematisch hat Smash es ja oftmals so gemacht, dass er tatsächlich nur ein Gimmick immer drin hatte. Wie mache ich den jetzt? Irgendwie so und dann wieder entgegenlaufen. So. Oh, dass die so, wenn die dich ein bisschen anheben, dass die dich dann gleich in diese scheiß Mancha reinkloppen, das ist ein bisschen unnötig. Obwohl, ich kann auch durchlaufen, oder? Oh, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, geht das tatsächlich. Da muss ich nur wieder zurückkommen. Ja, das könnte ganz gut klappen. Ich muss nur einen richtigen Umkehrpunkt finden. Den sollte es eigentlich geben, oder? Ja, den gibt es sogar. Wunderbar. Perfekt. Wie mache ich den denn jetzt? So auf jeden Fall nicht. Ich muss da hinten auch noch springen. WTF. Okay, das sieht schon mal ganz interessant aus. Ich nehme mal an, die Grütze da unten tötet mich, oder? Oder kann man im Wasser vielleicht stehen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wie man das Ganze so... Na, war das jetzt der Mancha oder war das das Wasser? Ich weiß es nicht genau. Na, komm schon. Aber ich glaube, man soll es nicht. Ich glaube, ja, der Sprung hat auch eben ganz gut ausgesehen. Du musst jetzt nur noch richtig timen. Ich bin immer noch ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen, von dem, was wir beim letzten Mal... What the fuck? Das kriege ich aber noch hin, oder? Ja, das sollte ich noch hinkriegen, auch wenn ich dann nicht das beste Timing erwischt habe. Oder? Oh mein Gott. Das ist, ich weiß, das ist extremer Musik-Brain-Fuck und es tut mir auch ein bisschen leid, aber... Da kann man nicht allzu viel machen. Dauert ein Spin-Jump? Ein Spin-Jump dauert sogar genauso lange an, ungefähr, wie ein normaler Sprung. Wieso sterbe ich denn da? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und das ist nur der allererste Abschnitt dieses Levels. Das ist schon ein bisschen krass. Das war fast gut. Moment, wir machen erstmal sowas hier. Mal wieder unseren Sicherheits-Safe-State. Der in diesem Fall wahrscheinlich auch gut vonnöten sein wird. Ich bin ja auch relativ stolz bisher, dass ich mit zwei Safe-States immer relativ gut ausgekommen bin bisher. Ich weiß nicht. Das Problem ist, ich muss rein und auch wieder rauskommen und das kriege ich gerade absolut nicht gebacken. Komm schon. Na, das war knapp.
Ich könnte es auch mal probieren. Ja, das ist doch viel einfacher. So, und jetzt im aufsteigenden Ast den mitnehmen. Ich glaube, ein Spinjump ist wirklich immer die beste Wahl hier. Oder? Jetzt ist nämlich das Problem, ich habe keine Möglichkeit mehr zurückzugehen. Und das könnte jetzt auch mein Tod sein. Weil ich keinen Anlauf habe. Ah, so kann es gehen. Da muss ich allerdings... Ah, das war zu hoch. Dann einen kleinen Sprung setzen. Ja, nicht so einen kleinen Sprung. Vor allen Dingen dann auch eher mal wieder zurücklenken. Ich glaube, das hätte man sich wesentlich einfacher machen können. Wir machen mal wieder die Cheap-Ass-Methode und laden den hier. Ja, ich glaube, das ist besser so. Dann kann ich mich ein bisschen links positionieren. Genau, wenn ich mich ein bisschen links positioniere, sollte das einfacher sein. Ja, allerdings nicht, wenn ich es zu spät mache. Man darf sich mit den Saves immer nicht vertun, das ist ein bisschen ein Problem. Vielleicht schaffe ich es auch direkt in einem Aufwasch, aber das glaube ich fast... Wow, da habe ich so spät gesaved, dass... Ah? Das könnte klappen, wenn ich da gerade so durchrenne. Ja, das kann gut klappen. Komm schon. Na? Ach, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen eingeschüchtert vom letzten Kaizo-Level, muss ich sagen. Aber man hat ja die Möglichkeit, die Kaizo-Level zu skippen. Und ich weiß, vielleicht ist das zum Anschauen jetzt nicht so das Tollste im Moment. Das kann ich auch absolut verstehen, aber ich würde es gerne trotzdem machen, einfach weil ich... Nein, Lust drauf hab. Da war's doch. Aber es ist zumindest schon mal schön zu wissen, dass es geht. Wenn man danach dann wieder nach rechts lenkt. Ich hab doch nach rechts gelenkt, komm schon. Ja! Dankeschön. Jetzt muss ich auch wieder eigentlich Angst haben vor der Zeit, oder? Ich glaube schon, das ist so ein bisschen das Problem. Da habe ich auch sehr gut gesaved. Aber das, die Musik ist so toll. Das ist... Ich glaube, so ist gut. Wenn ich hier einfach durchlaufe und dann hier nochmal durchlaufe. Ja, das sieht ganz gut aus. Nein, das war schade. Wie habe ich denn nochmal... Nee, so habe ich nicht. Wollte ich Rewinds? Ich hatte hier Rewinds. Ja, das war nochmal ganz gut gerettet, glaube ich, oder? Na, ich glaube doch nicht. Da bin ich zu langsam, weil der Delfin ist schon zu weit unten. Und ich kann auch nicht mehr springen. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. Da kann man ja sogar direkt durch. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Wieso sind die Delfine eigentlich jetzt anders gespawnt? Die waren doch eben mal anders. Glaube ich zumindest, oder? Vor allen Dingen... Wie habe ich das denn... Nee, ich darf nicht auf den stehen bleiben. Das ist echt ein bisschen tückisch. Nee, das machen wir nochmal. Aber jetzt stehen die Delfine wieder doof, glaube ich. Oder? Ich könnte direkt den letzten mitnehmen. Was? Wie springt der denn? Hä? Okay, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, glaube ich. Da fehlen noch ab und zu mal Delfine. Wieso ist das denn random? Oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Aber das war doch eben so ein schöner Durchgang mal. Wieso habe ich den denn verkackt? Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen random.
muss allerdings irgendwie dann trotzdem die Saves setzen. Das ist mein Problem. Also, dass das nicht klappt, ist ein bisschen schade. Oder jetzt? Ja, so klappt's. Das Problem ist, ich mache mir den ersten Delfin jetzt schon so schwer. Okay. Nein. So rum. Wie habe ich das denn eben gemacht? Habe ich den da mitbekommen? Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich den da mitnehme. Und dann könnte ich hinterher auch wieder weiter. Ja, ja, nein, 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 nein. Das sieht gut aus. Das sah wirklich ein bisschen gut aus. Oh, diese Brühe. Und da muss ich halt springen. Oder ich muss hier schon springen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon reicht. Nee, das reicht auf keinen Fall. Oder? Nee, das kann nicht reichen. Da muss ich dann auf den einen noch drauf und da dann abspringen. Krass. Ah, so vom Timing her könnte es... Oh mein Gott, hätte ich saven müssen. Fuck. Aber das ist dann immer so... Ja, du willst dir dein Save State dann nicht verhauen und dann machst du es nicht und dann ist alles doof. Das war definitiv zu weit. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 das sieht gut aus, oder? Wie mache ich denn jetzt hier weiter? Warten? Nee, kann auch nicht sein. Moment, geht das überhaupt? Nee, ich glaube, ich habe mir das verbaut. Oh, das ist ja mies. So komme ich auch nicht weiter. Und hier so lange zu warten, bis ich irgendwas machen kann, macht auch keinen Sinn. Ah. Na? Nee, da kriege ich nichts mehr raus. Okay, so wird das also. Ist viel Trial and Error, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so mein Lieblings-Kaizo-Geschmack. Weil ich auch das Gefühl habe, die Delfine spawnen random. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt oder ob das irgendwie verbuggt ist oder ob das so gewollt war. Aber mir kommt es gerade leicht nervig vor. Moment, ich wollte doch immer auf den ersten drauf. Das habe ich doch schon wieder verkackt. Genau, auf den ersten drauf und dann direkt weiter. Muss dann allerdings auch vom Timing her passen. Das wäre sogar ganz gut gewesen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich auf dem lange warte, dann hier... Nein, doch nicht. Vielleicht ist es eher besser, wenn ich dann nicht lange warte. Sondern direkt dann weiterspringe. Aber auch das ist nicht dann die beste Idee. Na, es ist... Mir fehlt ab und aktuell noch so ein bisschen der Plan, was ich überhaupt machen will. Das ist mein größtes Problem. Das fand ich bei den Para-Koopas, muss ich sagen. Nee, bei den Käfern. Bei den Para-Käfern fand ich das deutlich einfacher. Ich meine, hier kann ich runterlaufen. Das ist ja alles okay. Hier kann ich dann auch runterlaufen. Und dann müsste ich da hinten coole Sachen machen, glaube ich. Genau, hier müsste ich dann jetzt irgendwie coole Sachen abziehen. Sowas in der Art. Das könnte ganz cool sein, ja. Und dann muss ich aber direkt wieder runterlaufen. Genau, und dann direkt weiterlaufen und dann hier hinten keine Ahnung mehr. Was muss ich dann machen? Interessant wäre zu wissen, ob das ganze Level aus dieser Passage besteht oder ob das dann war. Weil hier komme ich dann ja offenbar nicht weiter. Nee, ich wüsste nicht, wie ich den Delfin dann mitnehmen sollte. Ich müsste mal einen Delfin bekommen, der nach unten geht, aber das ist eher unmöglich in dieser Konfiguration. Und den da kriege ich auch nicht mitgenommen. Ich glaube, im Grunde genommen ist das dasselbe Problem, was wir eben schon mal hatten.
dass man vielleicht eher die Delfine haben will, die nach unten gehen, aber die kriegen wir nicht. Also den ersten kriege ich, von dem kann ich ja wunderbar wieder abspringen, aber danach ist Schicht. Oh mein Gott, das sah ganz gut aus. Ja, man muss die wirklich im untersten Punkt am besten treffen, damit man hier hinten gut weiterkommt. Das ist schon ein bisschen krass. Aber was, wenn ich auf dem bin? Dann habe ich das schon wieder verkackt. Wenn ich dann vielleicht auf so einen draufspringen kann und direkt runter? Ja, dann sind die Mancher hier oben im Weg. Das ist doch auch nicht so... eher weniger toll. Ne, und das passt auch vom Timing her nicht. Auf den könnte ich drauf. Ich glaube, es ist tatsächlich am sinnvollsten, immer auf die absteigenden Delfine zu gehen. Sofern es möglich ist. Ist natürlich auch noch so eine Sache. Oh mein Gott, das könnte sogar klappen. Da muss ich aber... ich meine, ich kann auch einfach auf den da hinten springen, oder? Aber dann bin ich nicht schnell genug. Wenn ich hier einen Doppelten mache... nee, das reicht auch nie im Leben. Hier jetzt ein Safe und dann bin ich wieder verloren. Nee, bin ich nicht. Bin ich noch nicht? Oh, das ist pures Ausspielen der Möglichkeiten. Aber das sah ganz gut aus. Ja, wenn man immer auf die absteigenden Fische geht, hat man, glaube ich, die besten Chancen. Genau. Das muss allerdings auch klappen. Oh mein Gott, das sieht aus, als könnten wir es so packen. Ja, und jetzt bin ich aber wieder auf den Aufsteigenden. Und das ist das Problem. Nein, hier war ich doch eben schon mal genau in derselben Konfiguration, oder? Ah, nee, 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 das passt noch. Wenn du einen ganz kleinen Sprung machst, ja, das passt sogar noch. Oh mein Gott. Aber was mache ich dann? Dann muss ich irgendwie auf den nächsten... komm schon. Ja, das könnte so ganz gut werden. Ja, und dann nochmal abspringen. Ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott, braucht man hier wirklich extrem knappe Sprünge. Das ist so krass. Also dieses Kaizo-Level strengt mich deutlich mehr an als das letzte, muss ich sagen. Kriege ich den da hinten dann mitgenommen? Oh, ja, den kriege ich sogar. Das ist es. Den muss ich allerdings dann noch ein bisschen von der Länge her mitnehmen können. Wieso ist er jetzt nicht mehr da? Eben hat das doch gut gepasst. Das verstehe ich nicht so ganz. Hä? Es hängt wirklich ein bisschen davon ab, wie man die triggert, glaube ich. In erster Linie. Wieso hat das eben so gut geklappt und jetzt nicht mehr? Moment, so könnte es auch noch klappen. Na, nicht so ganz. Ja, doch, so könnte es klappen. Ja? Nein. Oh mein Gott. Das ist einfach sauenges Timing überall. Wieso klappt das denn jetzt nicht mehr? Ich glaube, mit zwei Zwischensprüngen ist es wirklich am sinnvollsten. Und den muss ich dann so erwischen. Das ist echt crazy. Aber ich krieg den dann nicht nochmal. Ja, der muss wieder nach links springen, oder wie? Bin ich schnell genug, um die Delfine da mitnehmen zu können, wenn ich wieder nach links springe? Ich bin auch nicht so der Skiller mit Spin-Jumps, muss ich sagen. Ah, das hätte hinhauen können. Okay, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Und ich
glaube, ich kann es auch packen, aber dafür muss ich auch ein bisschen Glück haben, dass der zweite Delfin da richtig kommt. Nee, ich glaube, ich kann es auch mit dem einen nur schaffen. Und die Sache ist, dieses Level ist erst 30 Sekunden lang. Das ist halt wirklich das Krasse. Ja! Ja, das sieht gut aus. Ja, nee, so nicht. Jetzt nicht versaven da oben. Normalen Sprung, ja, okay. Und ich hoffe, die Zeit wird hier nicht eng. Das sind keine netten Sprünge hier. Okay, ich muss erstens Spinjump. Ne, ich glaube, Spinjumps sind an der Stelle nicht mal nötig. Doch sind sie. Oh, das ist so schwierig, die Renntaste gedrückt zu halten und die Spinjumps zu machen. Eieiei. Ja, Overworld. Tut mir ein bisschen leid, aber geht wohl nicht anders in dem Moment, in dem Fall. Das hoffe ich, kann man mir verzeihen. Und ich weiß auch nicht, ob ihr euch die Kaiser-Level jetzt vollständig antut. Ich meine, wenn jemand keine Lust hat, mir dazu beizuzusehen, wie ich im Prinzip nur versuche, ein paar Sprünge zu schaffen, dann ist das halt so. Na, das hätte fast geklappt. Das ist halt für mich einfach mal eine Herausforderung. Und ich mag das und deshalb mache ich's. Weil theoretisch könnten wir sie auch überspringen. Theoretisch. Ich könnte sie doch eigentlich am Ende vom Projekt hinkloppen, aber jetzt bin ich schon mal hier drin und jetzt will ich das auch nicht aufgeben müssen. Was? Da muss ich dann wirklich noch darüber. Okay, es wird auf jeden Fall nicht ausbleiben. Das war gut. Das war sehr gut. Das passt sogar. Ba-da-da. Ich würde gerne die Musik weiterhören. Sie ist so toll. Bitte. Das ist so grausam, dass man in Kaizo-Level immer so richtig schöne Musik reinpackt, die man sich dann nicht anhören kann, weil man die ganze Zeit neu laden muss und stirbt. Aber gut, beim letzten Mal haben wir jetzt zumindest die Musik so ein bisschen. Ich muss doch nur gerade runterfallen. Das kann nicht so schwer sein. Und dazu am besten auch nicht lenken. Sobald ich einmal da bin. Ja. Nein! Moment. Kann ich das so schaffen noch? Habe ich es gerettet? Ich glaube, ich habe es gerettet. Und das ist ein extrem ekliger Ton. Ich weiß, es tut mir auch ein bisschen leid. Ja, okay, wunderbar. Danke. Jetzt muss ich hier eigentlich nur durchrennen. Oder ich muss stehen bleiben. Das kann natürlich auch sein. Ja, stehen bleiben ist, glaube ich, die bessere Wahl. Weil das Element ein wenig Kaizo war, muss ich sagen. Einfach nur stehen bleiben. Aber gut. Ist schwer genug, ich will mich nicht beschweren. Ah, so? Ja, ich glaube, ein bisschen warten zahlt sich aus. Und da muss man auch einen schönen hohen Sprung dahinterher setzen. Ich weiß auch nicht, ob ich im Moment zu viele Spinjumps nutze, aber ich glaube, die Spinjumps sind hier wirklich sinnvoll. Was ist das hier oben? Was ist das? Hä? Nee, daran sterbe ich nicht. Das war, glaube ich, der Mancha gerade. Nee, das ist einfach irgendwas. Gut, lassen wir mal so stehen und Safe State mal hier. Es sei denn, wir hätten jetzt einen Panzer mitnehmen müssen oder so. Das hier sieht jetzt wiederum ein bisschen einfacher aus, muss ich sagen. Die anderen Abschnitte, die waren so... Was? Moment. Hä? Ich kann mir doch hier keinen... Was willst du hier von mir, Smash? Ich kann mir hier doch keinen Disco Cooper basteln. Und klar, die bleiben irgendwie da drauf, aber... Und wegen Sprite Limit klappt das dann auch nicht mehr.
Vielleicht soll man die tatsächlich so runterwerfen, aber der eine, der ist ja wegen dem Sprite-Limit auch noch weg. Aber was soll ich denn da hinten machen? Da komme ich doch nie im Leben weiter. Ich guck mir das mal an. Was gibt's hier hinten? Nee, das ist doch viel... Da übersehe ich doch irgendwas. Ach, den Torpedo. Ja, den Torpedo. Okay, gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Aber auch mit dem sollte es nicht allzu leicht werden, muss man sagen. Weil auch mit dem muss ich ja immerhin noch... Nee, Moment, ich muss ja einen Spin-Jump machen. Man kann... Genau, man kann sowas machen. Und das ist auch das, was ich quasi machen muss. Das ist auch, glaube ich, meine einzige Chance, oder? Ich muss aber erstmal den vorlassen. Sonst habe ich das timingmäßig verkackt. Und das wird knapp. Nee, das wird nicht mehr schaffbar. So vielleicht? Oh, jetzt sind die Koopas auseinander. Oh, das hätte beinahe geklappt. Ich weiß auch nicht mal, ob ich die Koopas brauche, um ehrlich zu sein. Doch, ich brauche sie. Vermutlich schon. Vermutlich auf jeden Fall. Moment, ich kann erstmal auf den Torpedo-Tät und dann hier oben weiter. Und dann sieht das ganz gut aus. Dann kann man nämlich den Anlauf mitnehmen. Das ist ein guter Plan, wie ich finde. Genau, und dann kann man hier hinten weiter. Wunderbar. Also gut, der Torpedo-Tät hatte dann zum Glück seinen Nutzen und Sinn und Zweck und whatever. Da muss ich doch bestimmt alles mitnehmen. Wir machen hier erstmal gleich mal ein Sicherheits-Safe-State. Wenn ich das mal hinbekommen würde, wollte ich sagen, genau. Warum mache ich die ganze Zeit Pause? Ganz einfach. Ja, ganz einfach, ich mache die Pause, weil ich die Zeit vermutlich brauche. Und hier muss ich vermutlich darunter. Ja, das sieht doch schwer danach aus. Vielleicht soll ich hier nochmal einen Sicherheitssafe machen. Kann nicht schaden, sagen wir es so. Nee? Ja. Wie gesagt, Kaizo-Level bisher relativ krass. Also, ich muss sagen, das Kaizo-Level... Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil leichter war. Ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. Ich habe mich da, glaube ich, auch relativ krass durchgequält. Aber das hier sieht wieder nach Sprüngen aus, die ich nicht toll finden werde. Ganz und gar nicht. Hier muss ich, glaube ich, sogar durchlaufen, oder? Nee, ich glaube, beim Runtergehen muss ich hier durchspringen. Das ist aber, glaube ich, sogar auch das Einfachere. Als beim Hochgehen. Sollte es zumindest ein bisschen einfacher sein. Ja, das sieht gut aus. So ein bisschen hier rüberstellen, dann hier. Ja, wunderbar. Ja, also das Problem, was ich noch so ein bisschen habe, ist, ich bin mit den Sprüngen von Super Mario World halt noch nicht so ganz vertraut. Und auch für Kaizo-Level muss man eben ganz genau wissen, wie viele Frames quasi man... Nein, nicht Frames. Frames ist ein falscher Begriff. Wie viele Pixel oder wie viele Blockeinheiten, ich weiß nicht, in was man da rechnet, man mit was für einem Sprung überwinden kann und was unmöglich ist. Damit kommt man dann schon mal wesentlich weiter. Muss ich da unten wirklich einen P-Switch mitnehmen? Den Sprung haben wir eben noch schon mal gehabt. Wieso ist der denn jetzt schwerer plötzlich? Ich glaube, der ist ohne Spin-Jump leichter. Zumindest habe ich immer so das Gefühl, dass Sprünge ohne Spin-Jump so ein bisschen präziser gehen. Aber ich glaube, das ist pure Einbildung. Ich glaube, die Sprungmechanik ist relativ ähnlich, auch wenn man mit Spin-Jumps nicht ganz so hoch kommt. Und die Spin-Jumps sind aber dafür gut, dass man länger in der Luft bleibt. Und wenn man sich an der Decke anstößt, auch nicht so richtig krass abbauend, sondern so ein bisschen an der Decke entlang fliegen kann.
Dafür sind sie, glaube ich. Muss ich hier einen P-Jump machen? Muss ich hier wirklich einen P-Jump machen, Smash? Oh mein Gott. Das sind so Dinge. Ich weiß nicht, ob es im ersten Hack auch schon mal drin war, ein P-Jump, aber P-Jumps sind schon relativ krass. Nein, 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 nein. Okay. Nochmal gerettet. Und das Problem ist, jetzt wird die Zeit halt wieder knapp. Und jetzt habe ich wirklich ein bisschen Schiss vor dem Zeitlimit, weil wenn das hier nicht passt... Das Problem ist, ich muss jetzt ja den Sprungknopf loslassen in dem Sprung. Geht der auch ohne? Der könnte sogar ohne gehen. Dann könnte es mit dem P-Jump dahinterher ein bisschen leichter werden, aber da bin ich mir unsicher. Aber das sieht auch nicht ganz so gut aus. Das Problem ist, man muss dann halt die Renntaste auch noch loslassen irgendwie. Und noch abspringen. Wow, das ist so ein Ding. Also ich glaube, hier könnte ich bald mal die Slowdowns auspacken. Ja. Also was ich bisher so zum Hack zu sagen habe, ich muss sagen, die normalen Level haben mir ziemlich gut gefallen. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir vielleicht noch ein paar Hinweise gewünscht. Also da hätte man vielleicht mit Schildern noch so ein bisschen arbeiten können, um dem Spieler noch so ein bisschen Hinweise zu geben. Ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt gewesen. Ich drücke den falschen Knopf, wenn ich abspringe. Ist nicht so sinnvoll. Und diesmal habe ich zumindest einen richtigen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich beide Knöpfe gedrückt. Nein, Moment! Ja! Oh mein Gott, das war jetzt Zeitverschwendung. Wirklich? Moment. Nein, 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 Moment, Moment. Moment, wir machen jetzt erstmal so, weil ich sehe da oben... Ach nee, da oben ist wieder nur der Bug, okay. So, was hast du mir zu sagen? Aufgrund eines Spielfehlers kann dieses Level nicht, was? Erfolgreich abgeschlossen werden. Was? Wieso aufgrund eines was? Okay, das verstehe ich nicht so ganz, aber ich glaube, er hat mir sowas in der Richtung auch gesagt, dass es ein Level gibt, was man nicht abschließen kann. Aber hey, yes! Auch wenn ich sterbe, aber hey, yes! Ist ein bisschen deprimierend, muss ich sagen.